Hallo, liebe Moviepiloten. Gerüchten zufolge möchte Ridley Scott an einem weiteren Alien-Film arbeiten. Einer Fortsetzung quasi zu Alien Covenant, also auch einem weiteren Prequel. Ich nehme mir diese Nachricht zum Anlass, endlich alle Alien-Filme hier zu ranken. Lange wollte ich das schon tun, noch nie habe ich es gemacht. Heute ist der Zeitpunkt gekommen. Doch wie immer, ein paar Disclaimer zuerst. Allen voran, ja, hier wird es zu Spoilern kommen. Hier wird es zu Spoilern kommen zu allen möglichen Alien-Filmen. Zweiter Disclaimer, auch die Alien vs. Predator-Filme zählen dazu. Ich hatte sie bereits in meinem Predator-Ranking, auch hier werden sie auftauchen. Und last but not least, das ist nur meine Meinung. Solltet ihr einen eurer persönlichen Lieblings-Alien-Filme zu weit unten finden, regt euch nicht auf, das ist nur meine Meinung. Schreibt mir stattdessen, wie ihr all diese Filme ranken würdet. So, ich glaube, alle Disclaimer wurden disclaimed. Legen wir los. Big things have small beginnings. See? No monster. Und wir fangen an mit Platz 8, Alien vs. Predator 2 oder auch Aliens vs. Predator Requiem. Es ist ganz egal, wie man diesen Film nennt. Ich nenne ihn fürchterlich schlecht, aber in gewisser Hinsicht habe ich Respekt vor diesem Film. Denn ich kann nicht häufig sagen, dass ein Film gleich zweimal der letzte Platz auf einer Liste von mir war. Er ist für mich der schlechteste Predator-Film und er ist für mich der schlechteste Alien-Film. Warum? Weil es einfach nur noch ein stupider Splatter ist. Der hat weder was mit dem Charme von Alien, noch was mit dem Charme von Predator zu tun. Die Figuren könnten mir nicht mehr egal sein. Sie sind so interessant wie eine leere Chips-Tüte. Die Brutalität ist zwar over the top und viele wollten das sehen. Viele wollten einen Splatter, einen R-Rated-Film haben, erst recht nach dem ersten AVP. Doch was wir bekommen haben, konnte eh niemand erkennen. Alles war derartig dunkel und schlecht ausgeleuchtet, dass trotz der genialen Kostüme, denn das ist der einzige positive Aspekt des Films, wir haben die originalen Alien und Predator Kostüme, trotz allem konnte man nichts erkennen. Der Film war viel zu dunkel und irgendwann ging mir das Ganze auch einfach nur auf den Keks, hat mich gelangweilt. Ich war echt froh, als dieser Film vorbei war. Es ist auch einer dieser Filme, die ich immer überspringe, wenn ich nochmal einen Rewatch mache, weil er einfach nur furchtbar ist. We remade you. We cloned you. Platz 7, eventuell ein kontroverser Platz, aber es ist mir egal. Alien 4, Alien die Wiedergeburt oder auch Alien Resurrection. Ich mag diesen Film überhaupt nicht. Hier ist einiges schiefgegangen. Was ist nur passiert? Der Film wurde von Joss Whedon geschrieben. Joss Whedon ist der Kerl, der uns Avengers, Avengers Age of Ultron, Buffy, Angel, Firefly, ich könnte ewig weitermachen. All diese tollen Sachen hat er uns gegeben. Doch in diesem Film war sein Humor sowas von deplatziert und jeder hatte eine andere Vision für diesen Film. Weshalb der Humor und die doch recht ernste Regie und die doch recht düsteren Bilder irgendwie nicht zusammenpassen. Abgesehen davon haben wir in diesem Film nicht Alan Ripley. Wir haben einen Alan Ripley / Alien-Klon-Hybriden. Und diese Figur ist derartig seltsam geschrieben. Who am I? Jede einzelne Figur wird von ihr angegeiert. So, who do I have to fuck to get off this boat? Sie hat das Säureblut der Aliens und ihre Alien-DNA macht sie zu einer Top-Basketballspielerin. Ich wusste nicht, dass die Xenomorphs in der NBA waren. Vielleicht sind sie es. Ron Perlman. Normalerweise rettet er jeden Film für mich, doch auch er war mir in diesem Film egal. Und Winona Ryder, eine fantastische Schauspielerin, gibt eine echt, echt schlechte Performance ab. Maybe she just needs an oil change. Die Aliens selbst sehen wie immer klasse aus, doch auch hier haben wir dieses komische, merkwürdige, hässliche Vieh, das kein Mensch gebraucht hat. Und ich habe auch nicht eine Ripley gebraucht, die dieses Ding knutscht. Hier ist so viel falsch gelaufen. Bis heute verstehe ich nicht, wie es zu diesem Film kam. Ist er trashig? Ja. Gibt es Leute, die ihn als Guilty Pleasure ansehen, weil er ja einen gewissen Trash-Faktor hat? Ja, nur ich zähle nicht dazu. Es gibt einen anderen Trash-Film, den ich da irgendwie mehr respektiere, denn Alien Resurrection war das Finale der Alien-Reihe. Und meine Güte, war es enttäuschend. Ah!
Auf Platz 6, ich denke, es geht kontrovers weiter, Alien 3. Ich hatte diesen Film nie wirklich positiv in Erinnerung, aber ich wollte jetzt noch mal gucken, schauen, ob sich meine Meinung geändert hat. Er ist noch schlimmer, als ich ihn in Erinnerung hatte. Die Eröffnungsszene allein macht mich wütend. Und ich habe es ja schon angekündigt, hier wird es zu Spoilern kommen, deswegen nochmal Spoilerwarnung. In der Anfangssequenz werden Newt, Hicks und Bishop einfach weggekillt. Offscreen weggekillt. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan von Aliens oder auch Alien 2 oder auch Aliens die Rückkehr. Denn meine Güte, ich hasse es, wenn das in einem Franchise passiert. Wenn sich ein ganzer Film darum dreht, dass man Menschen in Sicherheit bringen muss, das Ziel einem tatsächlich gelingt, nur um sie dann in der Eröffnungsszene des neuen Films zu killen. Ja, ich guck dich an, Terminator Dark Fate. I won't be back. Es hat mich bei Terminator gestört, es muss mich auch hier stören. Doch auch abgesehen von dem Intro, abgesehen von dem massiven Disrespekt gegenüber Aliens oder auch Alien 2, hat dieser Film auch noch ganz andere Probleme. Dieser seltsame Männerkult in dem Knast, die alle hochreligiös sind. Was war das für eine merkwürdige Storyline? Und Ripley ist anscheinend schwanger mit einem Xenomorph. Aber es dauert in diesem Film, es dauert den ganzen Film lang, bis das Ding rausbricht. Normalerweise dauert das so ein paar Stunden. Irgendwie hat dieser Film derartig viele Plotholes, derartig viele Plot-Conveniences. Das neue Alien, das aus dem Rottweiler rausbricht, sieht zwar ganz cool aus, aber auch immer nur, wenn es sich hier um ein Kostüm handelt oder wenn praktische Effekte benutzt werden. Denn das CGI, oh mein Gott, in diesem Jahr waren sie noch nicht ready für diese Technologie, denn es sieht echt lächerlich aus. Ich mag Ridleys Selbstaufopferung zum Schluss des Films und die Tatsache, dass sie der Wayland Company den Finger zeigt, das rettet diesen Film für mich allerdings nicht. Ich finde, er sieht auch hässlich aus. David Fincher selbst hasst diesen Film. Der Regisseur des Films hasst diesen Film, da sich das Studio zu sehr eingemischt hat. Und ich verstehe es, denn dieser Film ist leider nicht gut. Das Beste am Film ist nach wie vor Sigourney Weaver als Ellen Ripley. Doch sie gibt es nun mal in zwei wesentlich besseren Filmen. Platz 5 ist der Trash-Film, den ich bereits anteaserte. Alien vs. Predator. Streng genommen kein wirklich guter Film. Ziemlich platt, die meisten Charaktere gehen einem irgendwo am Hintern vorbei. Doch der Film ist fair genug, ganz genau zu wissen, was er sein will. Es ist ein dummer, spaßiger Popcorn-Action-Blockbuster. Und wenn man ihn durch diese Linse betrachtet, kann man echt Spaß mit dem Film haben. Die Alien- und Predator-Kostüme sehen wie immer klasse aus. Die paar Momente, wo sie wirklich clashen, machen unfassbar viel Spaß. Diese ganzen Pyramiden-Set-Designs wurden echt stark in Szene gesetzt. Und unsere Hauptdarstellerin und Hauptfigur macht tatsächlich einen echt guten Job. Doch alles in allem ist dieser Film relativ vergessenswert. Er hat sehr viele Tropes von den typischen Expeditionen in die Hölle-Filmen. Doch wenn man sich darauf einlässt und feststellt, dass der Film nur ca. 90 Minuten lang geht, kann man stupiden Spaß mit dem Film haben. Den hatte ich erst kürzlich und deswegen mag ich ihn doch mehr, als ich zunächst gedacht habe. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty. Platz 4 ist der aktuellste Alien-Film, Alien Covenant. Ein Film, der definitiv Probleme hat und ich spreche die Probleme zuerst an. Alle menschlichen Figuren in diesem Film sind bekloppt, sind bescheuert. Ich habe selten einen Haufen von so inkompetenten Hauptfiguren gesehen. Wann immer es eine dunkle Ecke gibt, wann immer jemand die Möglichkeit hat, sich von der Crew zu trennen, daneben zu schießen oder in ein Alien-Ei reinzugucken, sagen sie, Beste, genau das mache ich. Perfectly sane. Warum? Warum? Damit wir ganz viele interessante Todessequenzen haben. Die sind zwar over the top brutal, denn dieser Film hat im Vergleich zum Vorgänger ein R-Rating, doch irgendwann gingen mir alle Figuren derartig auf die Nerven, weil sie auf jeden reinfallen, weil sie in jede dunkle Ecke gehen und weil sie jedes Horror-Klischee erfüllen. Das hat mich verdammt aufgeregt. Abgesehen davon hat Prometheus oder auch Prometheus sehr viele interessante Ideen in den Raum geworfen und sehr viele interessante Handlungsstränge aufgebaut, die in diesem Film mal eben
lieblos beendet werden. Und das hat mich persönlich sehr gestört. Ich wollte mehr über die Engineers herausfinden. Die Kreaturen, die das menschliche Leben erschaffen haben, haben wir nicht. Wo liegt also die Stärke in dem Film? Fangen wir mal an mit der Kameraarbeit, der Regie und den Sets. Der Film sieht unglaublich schön aus. Ich weiß, jeder Ridley Scott Film und erst recht jeder Ridley Scott Science Fiction Film sieht aus wie ein Meisterwerk. Doch meine Güte, ich könnte Stopp drücken bei fast jeder Szene und hätte ein Gemälde. Und was ich wirklich an dem Film liebe, ist Michael Fassbender in der Doppelrolle. Wir haben David aus Prometheus und wir haben Walter. Das erinnert mich ein bisschen an Data und Lore aus Star Trek. Falls ihr Trekkies seid, ihr wisst, was ich meine. Gleichzeitig ist das der erste Alien-Film, in dem der Schurke die Hauptfigur ist. So etwas derartiges gab es bis dato nicht. Es macht extrem viel Spaß, David dabei zuzusehen, wie er an den Xenomorphs arbeitet. Obwohl sie mir ein wenig kaputt erklärt worden sind durch diese seltsame Entstehungsgeschichte. Was der Film aber brillant weitererzählt aus Prometheus, ist die Schöpfung- und Schöpferbeziehung. Denn David hat nun mal eine unfassbare Verachtung gegenüber seiner Schöpfer, da sie ihn nur gebaut haben, um so einen Sklaven zu haben. Und jetzt will er selber etwas erschaffen, etwas, was seine Schöpfer vernichten könnte. Den Xenomorph. Ich finde diese Dynamik äußerst interessant. Ich mag auch das echt offene, düstere und recht makabre Ende des Films. Und würde mich über eine weitere Fortsetzung freuen. Ich hoffe, dass sie da einen runden Abschluss finden, denn ich finde Alien Covenant ist häufig unterschätzt. I was wrong. We were so wrong. Charlie. Dr. Holloway's dead. We must leave. Wir kommen zu Platz 3 und das ist meiner Meinung nach einer der unterschätztesten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre. Prometheus oder auch Prometheus. Ist es ein wahres Alien-Prequel? Nein, und das ist so ziemlich das, was ich an dem Film liebe. Es ist eine eigenständige Sci-Fi-Geschichte, die nur zufällig ein Prequel zu Alien ist. Und wir haben nicht nur fantastische Bilder, fantastische Aufnahmen und Ridley Scott ist so gut darin, praktische Effekte, Sets und CGI miteinander zu verbinden, dass ich nicht weiß, wo die praktischen Effekte enden und wo das CGI anfängt. Es sieht so gut aus. Und der Cast und die Charaktere sind allesamt faszinierend. Noomi Rapace, ich habe gehört, so spricht man sie aus, ist perfekt als Elizabeth Shaw. Sie ist meine Lieblingshauptfigur seit Alan Ripley. Weil sie nicht perfekt ist, weil sie Probleme hat, weil wir wirklich sehr viel über sie lernen, weil sie verletzlich ist und weil sie eine echt starke, mutige Heldin in diesem Film ist. Ich liebe sie in dieser Rolle und jeden einzelnen Aspekt spielt sie perfekt. Das Gleiche muss man aber auch über Fassbender als David sagen. Sein zwielichtiger David ist gruselig und gleichzeitig so scheiße freundlich, dass man nie weiß, ob man ihm wirklich trauen sollte. Doch hey, alle, die Alien Covenant gesehen haben, traut ihm nicht. Idris Elba als cooler Captain, Faust aufs Auge Casting. Er ist clever, er hat die coolsten Sprüche im Film und es ist einfach nur spaßig zu sehen, wie er selbst mit der eiskalten Charlize Theron flirtet, die übrigens eventuell sogar ein Android sein könnte. Ich finde es ganz toll, dass wir nur so wenig über sie erfahren, aber sie definitiv aufgeht in der Rolle der Bösewichtin. Obwohl sie nur in einer geraden Linie wegrennen kann. Ich meine, komm schon, das war eine dumme Szene. Kommen wir zu den Problemen. Auch hier gibt es echt bescheuerte Wissenschaftler. Ich meine, es gibt Leute, die definitiv smarter sind als ich. Die müssen eine Doktorarbeit geschrieben haben und Experten im Bereich der Biologie sein. Sie haben Angst vor Steinen, aber wenn sie eine außerirdische Kobra sehen, denken sie sich, die streichel ich. Wirklich. Die Idee der Engineers hingegen finde ich faszinierend. Wer sind diese Kreaturen? Warum haben sie uns erschaffen? Und was hat es mit dieser schwarzen Flüssigkeit auf sich? Ich persönlich habe unterschiedliche Theorien, wie die Aliens zustande gekommen sind, wie sich diese finale Szene des Films erklären lässt und deswegen liebe ich diesen Film, weil es ein Film ist, der einen einlädt zu einer Debatte. Was hat das gerade zu bedeuten, was ich gerade alles gesehen habe? Das finde ich an dem Film so klasse. Ich liebe ihn, ich verteidige ihn bis heute, aber ich verstehe auch, dass Leute, die ein wirkliches Alien-Prequel haben wollten, eventuell enttäuscht sind. Wait a minute, this movement. Seems to have life. Organic life. Platz 2 ist wahrscheinlich der kontroverseste Einstieg auf meiner Liste, aber
Vorab muss ich sagen, dass die beiden Filme, die jetzt kommen, für mich 10 von 10 Meisterwerke sind. Beides sind perfekte Filme, deswegen, es war eine persönliche Entscheidung. Ich musste mich letztendlich zwischen einem der beiden Filme entscheiden. Aber auf Platz 2 haben wir Alien, das Meisterwerk von Ridley Scott. Für mich ein perfekter Science-Fiction-Horrorfilm. Ehrlich gesagt, der Science-Fiction-Horrorfilm. Die Atmosphäre in diesem Streifen wurde nie wieder erreicht. Langsam wird der Film aufgebaut, langsam lernen wir die Figuren kennen und langsam bewegt sich diese Kreatur an Bord der Nostromo. Und das Coole ist, wir sehen das Alien nicht so häufig. Ich meine, wir sehen es im Schatten, wir sehen die Silhouetten und wir haben nie einen perfekten Blick auf diese Kreatur. Das macht es so viel gruseliger. Wir haben das Gefühl, alle 2 Sekunden angegriffen werden zu können. Auch Ash, aka Ian Holm, aka der Hobbit, ist fantastisch als Ash, ein diabolischer Android. Der erste diabolische Android, den wir je zu sehen bekamen. Ich mag diese Rolle und ich mag auch diesen Twist mit dem Charakter. Das einzige Problem, das ich mit dem Film habe, und es ist wirklich ein minimales, ist, dass die Figuren für mich nicht so interessant sind, wie die Figuren im kommenden Film. Selbst Sigourney Weaver als Ellen Ripley, ich mochte sie in diesem Film, ich finde es toll, dass sie diejenige ist, die von Sekunde 1 die richtigen Entscheidungen trifft. Was ganz interessant ist, weil Sigourney Weaver war die unbekannteste Schauspielerin im Film, weshalb alle überrascht waren, dass sie diejenige ist, die den Film überlebt. Das war auch ein recht cleverer Twist. Doch in diesem Film wurde sie nicht wirklich ausgearbeitet und auch der Rest der Figuren nicht wirklich. Doch alles in allem hat dieser Film ganz zu Recht Science-Fiction und Kinogeschichte geschrieben, denn er ist gruselig wie kein anderer dieser Filme. Er hat eine Atmosphäre wie kein anderer dieser Filme und die Nostromo selbst, dieses Set-Design, bleibt unglaublich. What's the matter? The food ain't that bad, baby. Erst recht, wenn man sich diese Szene anschaut und erfährt, dass Ridley Scott den anderen Schauspielern nichts davon verraten hat. Sie wussten nicht, was passiert und sie wussten erst recht nicht, dass da so eine eklige Kreatur rausbrechen wird. Deswegen, man hört das Schreien der einen Schauspielerin und ihr Mikrofon fängt an zu kratzen, da sie sich wirklich erschreckt hat. Das ist brillant. Das zeigt auch die brillante Attitüde von Ridley Scott als Regisseur. Das ist eine echt clevere Entscheidung. Es ist die brutalste und heftigste Szene der gesamten Reihe und meine Güte, bis heute trifft sie mich. Ein klasse Film, doch bei mir nur auf Platz 2. Get away from her, you bitch! Und auf Platz 1 haben wir James Camerons Aliens. Meiner Meinung nach ist James Cameron der Meister der Fortsetzungen. Terminator 2 ist meiner Meinung nach besser als Terminator 1 und Aliens ist meiner Meinung nach besser als Alien. Warum? Weil dieser Film alles nimmt, was der erste Film etabliert hat, nur um es weiter auszubauen. Wir haben nicht den gleichen Film nochmal. Es ist kein Standard-Horrorfilm. Wir haben nicht einfach nur eine neue Crew, die gejagt wird. Diesmal nehmen wir Space Marines. Diesmal machen wir eine Action-Nummer draus und es funktioniert fantastisch. Was dieser Film auch macht, er etabliert erstmals eine Alien-Königin. Das bedeutet, wir lernen mehr über diese Wesen, doch gleichzeitig werden sie uns nicht kaputt erklärt. Und diese Bestie sieht bis heute unglaublich aus. Generell sind die Effekte in diesem Film kaum gealtert. Die Actionsequenzen sind tough. Michael Biehn, Kyle Reese selbst als Hicks ist ein klasse Actioncharakter. Das gleiche muss man aber auch für Bill Paxtons Hudson sagen. Game over, man! Game over! Game over, man! It's game over! In Bishop haben wir den ersten und meiner Meinung nach besten anständigen Droiden der gesamten Reihe. Newt ist eine klasse Rolle, eine klasse Kinderdarstellerin, die ich super fand. Und die Dynamik zwischen ihr und Ripley ist klasse. Erst recht, wenn man den Director's Cut schaut, in dem man herausfindet, dass Ripley bereits Mutter war und ihre Tochter verloren hat. Das ist eine unfassbar spannende Dynamik, denn dieser Film ist letztendlich eine Story über eine Mutter, die gegen eine andere Mutter kämpft. Ja, es ist zum Schluss Mama versus Mama, Ripley versus die Alien-Königin und wir müssen über Ripley sprechen. Denn Ripley war cool in Alien 1, doch es ist Aliens, der Ripley zu dieser Figur gemacht hat, die jetzt alle lieben. Es ist ähnlich wie mit Vader. Vader war cool in A New Hope, doch ohne Empire Strikes Back wäre er nicht der beliebteste Schurke aller Zeiten. Und Ripley ist die beliebteste Actionheldin aller Zeiten, aus gutem Grund, weil sie verletzlich ist, weil sie menschlich ist, weil sie Ängste hat und sich trotz all dieser Ängste und all dieser Fehler
traut, etwas dagegen zu unternehmen, weil sie clever ist, weil sie smart ist und weil sie alles riskiert, um ein kleines Mädchen zu retten. Sie hat John McClane-Attitüden. Das liebe ich an ihr. Und sie ist eine Mama. Und wenn jemand das Kind der Löwen angreift, dann schlägt sie zurück. Ich liebe diesen Film, die Action ist unglaublich, aber auch die Horrorelemente sind echt fesselnd. Ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal die Szene gesehen habe, in der Newt und Ripley mit zwei Facehuggern eingesperrt werden. Diese Szene ist bis heute für mich eine der unangenehmsten in der gesamten Reihe. Ich liebe diesen Film, ich schaue ihn mehrfach im Jahr und er ist für mich die beste Fortsetzung und der beste Alien-Film. Perfekt. Well, doch, jetzt seid ihr gefragt. Wie würdet ihr die Alien-Filme ranken? Hier gibt es keine falschen Antworten. Ab in die Kommentare mit euch. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.